Und? Sie reden nicht mehr miteinander. Sie haben gesagt, sie wollen nie wieder zusammen spielen. Was soll ich bloß machen, damit sie wieder Freunde werden? Das Foto ist von dem Tag, an dem wir den Drachenkristall gefunden haben. Als wir uns versprochen haben, wir sind Freunde fürs Leben. Ist das der von damals? Japp. Und jetzt haben sie sich wegen einer weißen Karamarille zerstritten. Wenn wir doch das Abenteuer noch mal erleben könnten. Das ist gar keine schlechte Idee. Aber sie würden es nicht zusammen machen wollen. Oh, hä? Ich weiß, was zu tun ist. Was ist denn los, Iris? Hä? Oh nein, nicht der. Ich bin dann mal weg. Tschüssi. Nein, wartet doch mal. Ich habe euch aus einem bestimmten Grund hergerufen. Das hat sein Gedächtnis verloren. Was? Oh, hallo, mein Name ist, wie heiße ich gleich nochmal, ach ja, klar, Gus. Seht euch mal den schönen Edelstein an. Das sind Tyler und Arthur, deine beiden besten Freunde. Wow, ich bin ein Glückspilz. Sie sehen echt nett aus. Bist du Arthur? Nie im Leben. Soll das vielleicht ein Scherz sein? Oh, ein Scherz? Nein, das ist bitterer Ernst. Was ist mit dir passiert, Gus? Hast du wieder einen Zauber vermasselt? Hä? Nö, Gus kam in mein Zimmer mit diesem Kristall und diesem alten Foto. Hey, der sieht ja aus wie ich. Dieser Kristall muss Gus verzaubert haben. Wo habt ihr dieses Ding gefunden? In einer Höhle, auf die wir ganz zufällig gestoßen sind. Stimmt, wir hatten Verstecken gespielt. Dann müssen wir wieder zurück zu dieser Höhle und herausfinden, warum Gus sein Gedächtnis verloren hat. Oh, bitte. Ich weiß, ihr versteht euch gerade nicht, aber helfen wir Gus. Na schön. Da geht's lang. Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern? Ist ziemlich zugewachsen, seit wir das letzte Mal hier waren. Aber ich bin sicher, hier sind wir richtig. Genau neben einem Busch wie dem hier. Was auch immer. Es war neben einem großen Stein. Komm mit. Nein, du musst mir vertrauen, Iris. Hey, hey! Hä? Habt ihr schon mal dieses komische Schwert gesehen? Diese junge Dame hier, also meine Schwester, hat mir gesagt, dass es Dinge macht, wenn man laut ruft, Wirbelwind! Ich hoffe, ich verwandle mich nicht in eine Fledermaus, oder doch? Ist das hier etwa der Höhleneingang, Leute? Da ist ein Busch und da ein großer Stein. Das heißt, ihr hattet beide recht. Schaut Gus, der klitzekleine Ritter, im Disney Channel.